Herzlich willkommen zu deiner Praxis heute. Ich habe eine ganz klassische Potpourri-Klasse für dich vorbereitet, sodass wir einfach den ganzen Körper einmal durchbewegen, alle Bereiche ein bisschen öffnen, ein bisschen kräftigen, um dann letztendlich all diese Gegensätze und Unterschiede, die uns so ausmachen, wieder in Harmonie, wieder in eine Mitte zu führen. Übe bitte immer so, dass es dir gut tut, gerne gönn dir Varianten, wenn du eine Variante praktizieren möchtest. Bleibe in deinen Grenzen, du kannst sie manchmal ganz liebevoll etwas verschieben, aber achte wirklich gut auf dich während der Praxis. Lass uns direkt beginnen, dazu bitte ich dich, deine Augen zu schließen. Und in deinem aufrechten, bequemen Sitz dir diesen Moment zu nehmen, deinen Raum, deinen Sacred Space für die Praxis zu eröffnen. Ist alles, was dich den Tag über begleitet hat, so langsam los. Loslassen, was du loslassen kannst und finde in diesen Kontakt zu dir selbst. Mit jeder Ausatmung lass die Sitzbeinhöcker sinken, tief in den Boden. Und lass so etwas wie Ruhe und Halt in deiner Basis entstehen. Beginne den Atem so zu vertiefen, dass du eine Ausdehnung von innen nach außen in alle Seiten deines Körpers wahrnehmen kannst. Sodass deine Praxis Platz findet, nicht nur im äußeren Körper, sondern auch im Innen stattzufinden. Und verbinde so das Außen mit dem Innen, die Erdung mit deiner Aufrichtung und all die Gegensätze, die uns ausmachen, sich ergänzen miteinander durch die Kraft des Atems. Mit deiner nächsten Einatmung schließ die Hände vor dem Herzen und lass dies eine Geste sein, die verbindet, die nichts ausklammert, die alles umarmt und alles an seinen Platz fallen lässt. In deiner nächsten Ausatmung neige das Kinn etwas, löse das Mudra und leg die Hände direkt auf deinen Kniescheiben ab. Mit der Einatmung finde ich hier eine sanfte Rückbeuge, heb das Brustbein, leg den Kopf etwas zurück und Ausatmung, runde den Rücken. Mach das in deinem Atemrhythmus, mit jeder Einatmung, weite, öffne die Vorderseite und mit jeder Ausatmung finde die Weite in der Rückseite. Gerne kannst du die Augen dabei geschlossen lassen, um in dieses Erfahren hineinzugehen, um den Kontakt zu dir selbst nochmal zu intensivieren und zu betonen. Um deine Zeit wirklich für dich zu nutzen. Lass die Bewegung kleiner werden, sodass du langsam mehr und mehr in einer Mitte ankommst. Und schließlich wieder den aufrechten Sitz findest. Lass die Sitzbeinhöcker nochmal sinken, werde lang über die Kopfkrone. Zieh Einatmung, die Arme weit über die Seite hoch und aus. Setze die rechte Hand neben dir zu Boden und zieh den linken Arm diagonal über den Kopf. Einatmung, komm zurück in die Mitte und aus, gehe zur zweiten Seite. Lass die äußere rechte Hüfte schwer und öffne die rechte Körperseite. Mit deiner nächsten Einatmung komm zurück in die Mitte, bleib noch einen Moment in der Aufrichtung und Ausatmung twiste nach rechts. Setz die Hände so ab, dass sie dich in deinem Twist unterstützen. Einatmend finde zurück in die Mitte und Ausatmung twiste zur zweiten Seite. Mit deiner nächsten Einatmung komm zurück in die Mitte, richte dich hier nochmal lang nach oben auf und aus, löse die Arme über die Seite und löse bitte auch deinen Sitz auf.
Komm erst einmal in den Vierfüßlerstand, um die Hände fest in die Erde zu setzen, die Knie unter den Hüften. Und zieh die Seiten des Körpers lang, räkel vielleicht nochmal die rechte, die linke Seite, um hier mehr Offenheit einzuladen und finde dann Mitte. Länge zwischen Brustbein, Kopfkrone und dein Sitzbeinhöckern. Halte diese Länge, während du ein Bein ausstreckst, hinter dir in den Boden drückst. Setz den anderen Fuß daneben in deine Liegestütz. Halte hier einen Moment und ausbeug die Knie, schieb nach hinten oben, dein erster nach unten schauender Hund. Lass die Knie gebeugt. Erde die Hände, zieh die Arminnenseiten zueinander. Und aus der Länge der Wirbelsäule atme tief ein und aus, zieh die rechte Ferse zur Erde. Einatmend beug beide Knie und aus, zieh die linke Ferse zur Matte. Mach das noch 2-3 Mal in deinem Atemtakt. Halte eine sanfte Kraft in den Armen. Die Verbindung zu deinem Atem und bewege im Rhythmus deines Atemtaktes. Wenn du gleichmäßig oft auf beiden Seiten warst, dann beug nochmal beide Knie, schieb das Becken nach hinten oben, halte die Länge, erde die Fersen Richtung Matte. Atme hier tief ein und aus, setz die Knie zurück zur Erde in den Vierfüßlerstand. Mit der nächsten Einatmung komm in eine bewusst geführte Rückbeuge. Aus, runde den Rücken. Und auch hier wieder lass diese Gegensätze, die Offenheit der Rück- und der Körpervorderseite in Balance miteinander finden. Alles ist Teil unseres Seins, um letztendlich Mitte zu schaffen und diesem Ausdruck in unserer Mitte zu sein, gerecht zu werden. Komm, eine Atmung, wieder in einen langen, geraden Rücken zurück. Streck nochmal das linke Bein nach hinten aus und heb es direkt parallel zur Erde. Super, halte das. Nimm den rechten Arm diagonal mit nach vorne. Zieh in die Mittelachse und werde lang über Fingerspitzen und Ferse. Atme hier ein und aus, führe zurück zur Erde. Streck das rechte Bein parallel nach hinten aus, halte die Mitte, Zehenzeigen zu Boden. Linker Arm nach vorne. Mit deiner nächsten Ausatmung löse zur Matte und schieb dich zurück in deinen nach unten schauenden Hund. Gib dir hier im Hund nochmal die Möglichkeit, dich zu bewegen, zu räkeln. Alles, was dir gerade gut tut, um wirklich in den Körper und in die Verbindung zu finden zwischen all diesen Gegensätzen, die dich ausmachen. Mit deiner nächsten Einatmung komm langsam nach vorne in die Vorwärtsbeuge, Uttanasana. Auch hier lass die Knie gerne noch etwas gebeugt. Drück die Füße, mach die Beine stark ein, räkel halbe Vorwärtsbeuge. Und Ausatmung sanft, sink tief. Noch 2 Mal in deinem Atemrhythmus. Heb Bauch und Herz, zieh die Seiten lang, die ganze Länge tief. Letztes Mal. Und drück die Füße, komm den ganzen Weg zum Stehen hoch. Ausatmung, schließ die Hände vor dem Herzen. Mit deiner nächsten Einatmung direkt wieder, mach dich groß, lang nach oben. Aus, verneig. Ein, halbe Vorwärtsbeuge. Aus, setz den rechten Fuß weit zurück. Erde das rechte Knie, Einatmung, richte dich nach oben auf, Arme über den Kopf. Bleib hier und greif mit der linken Hand dein rechtes Handgelenk und beug aus nach links. Finde nochmal ganz viel Weite und Raum in der rechten Körperseite. Einatmung zurück in die Mitte, aus, setz die Hände am Boden ab, streck das hintere Bein, bleib im Ausfallschritt. Wieder such Kraft in den Beinen, Kompaktheit im Becken und dann löst den linken Arm über die Seite, den ersten sanften Twist hier im Ausfallschritt.
Ausatmung, erde die linke Hand, schieb dich zurück in den nach unten schauenden Hund. Mit der Einatmung gleite nach vorne, Liegestütz. Über Knie oder Brett schweb nach unten zur Erde. Lasst uns Zeit für die erste Kobra, drück die Fußrücken, verlängere nach hinten in die Fersen. Und wenn du so weit bist, räkel dich langsam nach vorne oben, nur so hoch, wie es gerade stimmig ist, in die Rückbeuge. Und Ausatmung, drück die Knie, greif mit den Händen in die Matte, streck dich zurück in den nach unten schauenden Hund. Einatmend, hol den rechten Fuß nach vorne zwischen die Hände, erde das linke Knie am Boden. Und dann richte dich hier nach oben auf. Finde die Mitte. Balanciere alle Seiten im Moment miteinander aus und greife erst dann dein linkes Handgelenk, beug nach rechts. Der nächsten Einatmung findet zurück in die Mitte, aussetzt die Hände zur Erde, streckt das hintere Bein, zieh die Gesitzbeinhöcker unter dir etwas zueinander, um dann den rechten Arm zu öffnen in den Twist. Der Ausatmung erde die rechte Hand, ein linker Fuß nach vorne, halbe Vorwärtsbeuge, aus, volles Uttanasana. Wurzel in die Füße, streck den ganzen Weg hoch zum Stehen, Arme weit über den Kopf und aus, löst die Hände direkt hinter deinen Rücken. Falte die Hände ineinander, zieh die Seiten lang, leg die Schulterblätter tief und während du die Fersen in den Boden schiebst, zieh langsam die Hände nach hinten. Wachs über die Kopfkrone hoch und finde diese Weite im Brustkorb. Lass langsam die Festigkeit in der Vorderseite des Brustkorbes los und schenk dir hier Raum. Gut, noch eine tiefe Einatmung, heb das Brustbein nochmal etwas höher und Ausatmung, löse auf. Einatmung, richte dich nach oben auf, Arm über den Kopf. Aus, deine Vorwärtsbeuge. Ein halbe Vorwärtsbeuge, aus, tauch tief. Wurzel die Füße, komm direkt wieder nach oben zum Stehen und Ausatmung erneut für die Hände hinter den Rücken. Falte die Hände ineinander, heb das Brustbein hoch und aus, beug die Knie. Leg den Torso nun auf deinen Oberschenkeln ab, dass richtig Kontakt da ist zwischen den Rippen und deinen Oberschenkeln. Und dann zieh die Hände über den Kopf und wirklich weg von dir. Eventuell streck die Beine mehr, aber nur so weit, dass du den Kontakt zwischen Rippen und Oberschenkeln hältst und dadurch den Rücken schützt. Gerade wenn wir noch am Anfang der Praxis sind heute. Lass die Kopfkrone sinken, zieh die Hände weg und verlängere den Kopf etwas nach unten, dass Raum entsteht zwischen Ohren und Schultern. Wurzel die Füße, nimm den Blick nach vorne, beug die Knie, komm den ganzen Weg nach oben zum Stehen, Arme über den Kopf. Austauch in die Vorwärtsbeuge. Ein halbe Vorwärtsbeuge, aussetz den rechten Fuß weit nach hinten. Erde den hinteren Fuß parallel zur hinteren Mattenkante. Lauf die Hände diagonal nach vorne und beug das hintere Bein für einen Moment. Zieh die Füße zueinander und schieb die Sitzbeinhöcker nach hinten, den rechten Oberschenkel tief in die Hüfte hinein. Streck das hintere Bein wieder, der Oberschenkel bleibt hinten, zieh den vorderen Sitzbeinhöcker unter dich. Und während du diese Kraft, aber auch Ausrichtung in den Beinen hältst, verlängere den Oberkörper nach vorne. Nochmal achte liebevoll darauf, dass dein linkes Knie über dem Fußgelenk bleibt. Lauf die Hände langsam wieder zurück, heb die hintere Ferse, komm nach vorne, Vorwärtsbeuge, tauch tief. Halbe Vorwärtsbeuge ein, setz den linken Fuß weit nach hinten, erde den Fuß flach, lauf die Hände diagonal nach links vorne. Beug das hintere Knie, weite die Sitzbeinhöcker, bis du so ganz satt den Oberschenkelkopf in die Hüfte gearbeitet hast, dann streck das Bein. Und zieh den vorderen Sitzbeinhöcker unter dich, vorderes Knie etwas mehr nach außen, Torso lang. Pulsiere in deiner Atmung her. Aus dem Ein, dem Aus, dem Nehmen, dem Geben entsteht die Mitte, entsteht die Balance.
Aus dem Spiel der Gegensätze entsteht Einheit. Gut, und dann löse hier langsam auf, lauf die Hände zurück und komm in deinen nach unten schauenden Hund. Beug die Knie etwas, zieh die Arminnenseiten, die Beininnenseiten mittig für mehr Symmetrie im Körper und dann streck dich weit nach hinten oben, indem du die Hände in den Boden drückst. Ein Liegestütz, aus, fließ zur Erde. Starke, lange Beine, roll auf, Rückbeuge. Aus in deinen nach unten schauenden Hund. Nimm die Füße etwas näher zusammen. Mit der Einatmung hebt das rechte Bein lang nach hinten oben und aus, setzt den Fuß nach vorne zwischen die Hände. Erde den hinteren Fuß wieder flach, nimm den Unterarm aufs Knie, die Hand an die Hüfte. Wieder schieb die Leiste nach hinten, hol den vorderen Sitzbeinhöcker unter dich. Und während du vor allem den hinteren Fuß drückst, öffne den linken Arm diagonal über den Kopf. Pulsier in deinem Atem. Eine volle Einatmung hier aus. Setz die Hände zurück zur Matte. Streck in den nach unten schauenden Hund. Ein, direkt in die Liegestütze nach vorne aus. Schweb zur Erde. Roll auf, Rückbeuge. Aus, in den nach unten schauenden Hund. Nimm die Füße wieder etwas mehr zueinander. Heb das linke Bein nach hinten oben. Und aus, setz den Fuß nach vorne, zwischen die Hände, hinterer Fuß flach, Unterarm aufs Knie, Hand an die Hüfte. Weite die Sitzbeinhöcker nach hinten und dann wurzel den hinteren Fuß, zieh den linken Gesäßknochen unter dich und mit der Ausatmung entfalte in die Stellung, aus der Harmonie der Gegensätze. Finde Weite. Letzte tiefe Einatmung hier aus, setz die Hände zurück zur Matte, hol den rechten Fuß nach vorne zum linken, halbe Vorwärtsbeuge ein, volles Uttanasana aus, wurzel die Füße, streck zum Stehen hoch, schließ die Hände vor dem Herzen, Einatmung, zieh die Arme nach oben, greif dein linkes Handgelenk, drück den linken Fuß tief und dann beug nach rechts. Einatmen, finde zurück in die Mitte, greift direkt um und aus, beugt nach links, öffne die rechte Körperseite noch etwas mehr, noch etwas größer. Einatmen, in die Mitte hoch, aus, tauch in die Verneigung nach unten. Ein, halbe Vorwärtsbeuge, aus, führ den linken Fuß nach hinten. Bleib auf den Fingerspitzen, eventuell nimm dir Blöcke. Mit der Einatmung streck das vordere Bein. Und Ausatmung, tiefer, langer Ausfallschritt. Einatmung, streck. Zieh die ganze Kraft hoch ins Becken. Aus, dehn aus, tief. Einatmung, streck das vordere Bein, bleib hier. Schleif die Ferse etwas nach hinten, verlänger über die Kopfkrone. Und mit der Ausatmung zieh die Länge tief übers vordere Bein. Halte Kraft in den Beinen. Und schieb mit den Fingerspitzen die Matte unter dir weg. Schieb den vorderen Fuß in die Erde und werde dann länger, weicher übers vordere Bein. Noch eine volle Einatmung. Bei deiner nächsten Ausatmung beug das rechte Knie, streck dich zurück in den nach unten schauenden Hund. Entweder bleibe hier in deinem Hund oder vielleicht möchtest du gar die Stellung des Kindes wählen. Oder fließ durch deinen Vinyasa. Wenn deine nächste Einatmung kommt, setz den linken Fuß nach vorne. Komm auf die Fingerspitzen oder die Blöcke. Einatmung, beginn das vordere Bein zu strecken, Beininnenseiten bleiben stark. Und Ausatmung, beug. Einatmung, heb das Becken. Ausatmung, voller, langer Ausfallschritt mit der nächsten Einatmung. Streck nochmal und bleib. Zieh die linke Hüfte nach hinten. Halte Kraft in deinem linken Bein und schieb dann die Matte nach vorne weg, während du tiefer übers Bein tauchst. Und immer bleib in dieser Bewegung des Atems, sodass der Atem in jedem Moment frei fließt und dich unterstützt. Und alles sortiert, alles an seinen Platz führt.
Ausatmend, beug das linke Knie, streck dich zurück in den nach unten schauenden Hund. Komm nochmal in deine Liegestütz nach vorne und schweb aus über Knie oder Brett zur Erde. Bleib auf dem Boden liegen und stell die Fingerspitzen über die Seite hinaus. Ellenbogen sind. Während du die Füße drückst, die Beine stark machst, räkel nochmal die linke und die rechte. Und wenn du so machst, dann erst heb den Oberkörper. Roll den Oberarm nach außen, leg die Schulter bitte tief und heb das Herz. Und pulsiere hier einen Moment in deinem Rhythmus, in deiner Höhe. Wähle die Intensität, die für dich möglich ist. Und Ausatmung, löse auf. Setz die Hände und dann drück dich in deinen nach unten schauenden Hund zurück. Mit der nächsten Einatmung heb das rechte Bein. Beug das rechte Knie und einen Moment stapel die rechte über die linke Hüfte. Heb dabei deine linke Schulter hoch, lass die Körperseiten lang. Einstrecktes Bein, dreh die Zehen Richtung Matte und hol den Fuß nach vorne zwischen die Hände. Erde direkt bitte dein hinteres Knie und lauf den Fuß nach außen. Öffne den rechten Arm nach oben. Bleib erstmal in dieser Variante. Der hintere Fuß geerdet, Knie und vorderer Fuß drücken in den Boden, sink etwas tiefer ins Becken, dreh das Herz zur Decke auf. Ausatmung, komm langsam zurück, schieb dich in den nach unten schauenden Hund. Mit der nächsten Einatmung heb direkt das linke Bein. Ferse zum Gesäß und mit der Ausatmung stapel hier übereinander. Hol die rechte Schulter höher. Streck dann das Bein. Ausatmung, setz den Fuß nach vorne. Erde das hintere Knie, dreh den Fuß etwas auf und komm in diesen sanften Twist. Erde tiefer im Becken. Halt etwas Kraft zwischen Ferse und Knie, auch während das Becken tiefer zur Matte sinkt. Ausatmung, Erde, auch die linke Hand wieder. Komm auf deinem Wege zurück in den nach unten schauenden Hund. Beug die Knie nochmal einen Moment, schieb die Sitzbeinhöcker weg. Und sammel wirklich alle Teile an dir ein. Von den Fingerspitzen bis zu den Füßen, das Innen, das Außen. Mit der nächsten Ausatmung erde die Knie im Vierfüßlerstand. Klapp deinen rechten Unterschenkel etwas seitlich raus und erde den hinteren Fuß parallel zur hinteren Mattenkante. Öffne den linken Arm nach oben über den Kopf. Und jetzt gib Schub in deinen hinteren Fuß und zieh den Arm am Ohr vorbei. Ganz viel Länge in die linke Körperseite. Hol dann Einatmung, den linken Arm wieder nach oben und heb dein linkes Bein parallel zur Erde. Halte in hier im Moment deine Mitte, deine Kraft. Den Kopf so, dass es ganz entspannt ist für den Nacken. Ausatmung, löse nach unten auf in den Vierfüßlerstand. Geh direkt zur zweiten Seite, klapp den linken Fuß auf, erde den rechten nach hinten, rechter Arm nach oben. Und erst wenn du den hinteren Fuß wirklich gut in den Boden gedrückt hast, streck den rechten Arm über den Kopf. Ein rechter Arm wieder zur Decke. Drück die linke Hand etwas tiefer, um das Bein zu heben. Und dann halte hier einen Augenblick. Und immer wieder achte darauf, dass der Atem frei schwingt, frei fließt. Ausatmung, löse nach unten auf. Setz die Hände und streck dich in deinen nach unten schauenden Hund. Einatmend gleite in die Liegestütz und aus, schweb nach unten zur Erde. Drück beide Füße, räkel dich in die Rückbeuge und streck aus in den nach unten schauenden Hund. Nimm die Füße wieder etwas näher zueinander, um das rechte Bein zu heben und aus, setz den Fuß nach vorne. Hinterer Fuß flach, aber vielleicht hol dir vorher noch einen Block unter deine rechte Hand. Und dann streck das vordere Bein und komm direkt in dein Trikonasana. Rotiere den vorderen Oberschenkel etwas nach außen, dass der Sitzbeinhöcker unter dir ist. Und dann drück den hinteren Fuß in die Erde. Schieb die Matte auseinander und nimm den linken Arm am Ohr vorbei für noch mehr Öffnung.
Ausatmung, beug das vordere Bein, setz die Hände ab, schieb dich in den nach unten schauenden Hund zurück. Ein Liegestütz. Aus Chaturanga. Kobra oder nach oben schauender Hund. Aus nach unten schauender Hund. Ein, heb das linke Bein. Setz den Fuß nach vorne zwischen die Hände, hinterer Fuß flach. Gerne nimm dir wieder den Block. Ist meist schonender für Rücken und unteren Rücken vor allem. Drück die Füße in die Matte. Rechter Arm nach oben in dein Dreieck. Drück den hinteren Fuß erdend in die Matte. Zieh den rechten Arm diagonal über den Kopf. Saug den Nabel etwas ein, hol die vorderen Rippen etwas nach innen und dann lehn dich zurück und betone die Dehnung der rechten Körperseite. Ausatmung, löse deine Haltung behutsam auf und streck dich in deinen nach unten schauenden Hund. Einatmung, fließ in die Liegestütz, über Knie oder Brett, langsam in die Bauchlage. Und dann bleib bitte auf der Matte liegen und erde deine Unterarme. Komm für einen Moment in die Sphinx, strahl mit den Zehen nach hinten. Leg die Schulterblätter hinters Herz, heb das Brustbein. Gönn dir ein paar ruhige, tiefe Atemzüge hier. Und dann gehen wir einen Schritt weiter, klapp den linken Unterarm ein und mit der rechten Hand zieh deinen rechten Fuß Richtung Gesäß heran. Sei behutsam hier, verlängere die Sitzbeinhöcker nach hinten, halte einen Tonus im Bauch und dehn in deinen rechten Oberschenkel. Und dann löst es langsam auf. Leg die Beine erstmal wieder schmal am Boden ab. Wechsel die Seiten, greif dir deinen linken Fuß und finde auch hier Adha Bikasana, Dehnung im linken Oberschenkel. Achte darauf, dass du mittig bleibst und auch die linke Hüfte geerdet. Gut, und dann löse auch die Seite langsam auf. Strahl mit den Zehen nach hinten, strecken kurzen Moment die Arme nach vorne aus und werde ganz, ganz lang zwischen Fingerspitzen, Kopf, Krone und Zehen. Der nächsten Ausatmung zieh die Hände an die Seite des Körpers. Einatmend roll auf deine Rückbeuge und aus, zurück in den nach unten schauenden Hund. Einatmend heb das rechte Bein. Und langsam setz den Fuß nach vorne. Nimm den hinteren Fuß schon etwas kürzer, dreh die Zehen seitlich auf. Und auch hier ist es schön, dich mit einem Block zu unterstützen. Rechte Hand auf den Block, linke Hand an die Hüfte. Und dann drück den rechten Fuß, heb langsam dein linkes Bein. Komm ein bisschen zurück auf die Matte. Und drück den rechten Fuß tief in die Erde, verlängere über deine linke Ferse und gerne heb den linken Arm nach oben. Adha Chandrasana, der Halbmond. Und setz dann langsam die linke Hand zu Boden. Dreh die Hüften parallel nebeneinander, sodass die linken Zehen zur Matte zeigen. Und stell den Fuß weit hinter dir ab. Nimm den anderen dazu und komm so in deinen nach unten schauenden Hund. Gerne bleib im Hund oder fließ durch ein Vinyasa oder komm kurz in den Fersensitz. Dann bitte ich dich, dein linkes Bein zu heben, den Fuß nach vorne zu setzen und diesmal den rechten Fuß schon etwas hinterher. Greif dir gern direkt den Block. Rechte Hand an die Hüfte und dann verlagere das Gewicht auf den linken Fuß, heb das rechte Bein für deinen Halbmond. Adha Chandrasana. Schieb alles voneinander weg und finde die Balance all der Teile deines Seins. Nimm dann die rechten Fingerspitzen zur Erde, schließ das Becken, sodass die Zehen nach unten zeigen. Und lass dir Zeit, den Fuß lang nach hinten zu führen. Den anderen dazu in den nach unten schauenden Hund. Ein, deine Liegestütz.
über Knie oder Brett, fließ zur Erde und rück die Füße und dann roll auf in die Cobra. Öffne die Körpervorderseite und schieb dich aus zurück in deinen nach unten schauenden Hund. Erde von hier bitte die Knie am Boden und greif dir gerne nochmal beide Blöcke. Nimm die Blöcke unter die Hände, stell den rechten Fuß mittig auf und streck dann dein rechtes Bein nach vorne für den Runner Stretch. Knie und Hüfte bleiben übereinander, drück die Ferse und zieh die Zehen zu dir ran. Der Oberkörper ist ganz lang, die Wirbelsäule gestreckt und eventuell, lass dir Zeit, geh etwas tiefer übers vordere Bein. Halte das Pulsieren des Atems, wenn du so in deine Körperrückseite dehnst. In der nächsten Einatmung heb den Oberkörper, stell den rechten Fuß auf, nimm die Blöcke kurz zur Seite und nimm direkt den rechten Fuß nach außen und dreh die Zehen nochmal auf. Ähnlich wie vorhin, nimm die rechte Hand auf den Oberschenkel, roll die Schultern übereinander. Diesmal aber greif den hinteren Fuß für eine tiefere Dehnung. Wenn es zu viel ist für dein Knie, lass den Fuß eben am Boden und streck den rechten Arm nach oben zur Decke. Finde deine Variante. Gut, und dann löst das Ganze langsam auf und komm in deinen Vierfüßlerstand. Erst einmal wieder auf die Blöcke. Geh auf die zweite Seite, stell bitte den linken Fuß nach vorne durch für den Runner Stretch. Drück die Ferse. Und dann verlängere die Wirbelsäule nach vorne. Halte die Beinrückseite stark, indem du die Ferse in den Boden drückst, sodass wir aus der Kraft mehr Offenheit und Dehnung finden. Ein paar tiefe Atemzüge hier. Mit der Einatmung hebt den Torso. Setz den linken Fuß ab, lauf ihn nach außen, nimm die linke Hand auf den Oberschenkel, roll die Schultern übereinander. Das ist die erste Station und wenn es für dich passt, stimmig ist für Knie und Rücken, greif den hinteren Fuß und geh dann tiefer in die Oberschenkeldehnung. Und von hier löst ganz langsam. Setz die Hände, nimm die Knie nebeneinander in den Vierfüßlerstand. Nimm nochmal zwei, drei tiefe Runden, Cat-Cow, zwei, drei tiefe Atemrunden mit. Gut. Und dann schieb dich, wenn deine nächste Ausatmung kommt, in deinen nach unten schauenden Hund. Und dann bitte ich dich, deinen linken Fuß so einen ganz kurzen Ausfallschritt nach vorne zu setzen und direkt die Zehen seitlich aufzudrehen. Nimm deine linke Hand an die Hüfte, komm auf die hintere Fußaußenkante. Und dann schieb alles in die Erde und dreh das Herz Richtung Decke. Streck den linken Arm zur Decke aus oder über den Kopf. Ausatmung, erde die linke Hand. Adho Mukha Svanasana. Einsetz den linken Fuß, diesen kurzen Schritt nach vorne, dreh die Zehen auf, dreh die hintere Fußaußenkante flach, streck den rechten Arm nach oben und zieh den rechten Arm eventuell über den Kopf. Schieb alles, was am Boden ist, so fest in die Erde, dass du das Becken etwas heben kannst. Aus, setz die Hände tief in den nach unten schauenden Hund. Von hier fließ nach vorne in deine Liegestütz, ausschweb zur Matte. Nochmal lass dir Zeit für deine Rückbeuge, drück die Füße, roll auf, lehn den Kopf etwas zurück, roll die Oberarme nach außen und dann streck dich in den nach unten schauenden Hund. Und bring hier schon deine Füße zueinander.
Roll auf deine rechte Hand und die rechte Fußaußenkante ab. Du kannst den linken Fuß wieder vor dich stellen, auf dem rechten lassen und dann den Arm lösen für Vasistasana. Vielleicht willst du noch einen Schritt weiter, stell den linken Fuß hinter dir ab. Hol nochmal Mitte, Kraft in die Beininnenseiten und dann leg die linke Hand an den Hinterkopf, drück den Kopf nach hinten und dadurch öffnen deine Rückbeuge. Beug das rechte Bein etwas und komm zurück in den nach unten schauenden Hund. Zweite Seite, wähle die Variante, die für dich stimmig ist heute. Roll auf die Außenkante ab, rechter Arm nach oben. Eventuell rechter Fuß hinter dir, rück Kraft in die Beininnenseiten und dann drück den Kopf in die Hand und finde in die Rückbeuge hier. Beug das linke Knie etwas, zieh alles in die Mitte und streck dich zurück in den nach unten schauenden Hund. Schieb die Sitzbeinhöcker einen Moment weg. Dann erde die Knie am Boden und setz dich einen Augenblick zwischen die Fersen, gerne auf einen Block, in deinen Heldensitz. Einen Moment, lass den Atem nachschwingen nach deiner Rückbeuge. Finde in dieses Gewahrsein hinein. Noch zwei, drei tiefe Atemzüge, lass das Becken sinken, beruhig den Atem etwas. Und dann öffne erst wieder die Augen, lass den Blick klar werden, komm in den Vierfüßlerstand zurück und von hier direkt in deinen nach unten schauenden Hund. Es sind nicht mehr ganz so viel im Hund, es wird also gleich etwas leichter für Schultern und Handgelenk. Von hier bring direkt deinen rechten Unterschenkel nach vorne. Das rechte Knie ist etwas außerhalb der Hüfte, der linke Fuß flach und finde den Winkel zwischen Ober- und Unterschenkel, der für dich entspannt ist, der für dich möglich ist. Und dann schieb dich über die Hände etwas nach hinten unten und achte darauf, dass die rechte und linke Hüfte parallel bleibt. Komme dann auf die Unterarme. Drück dich immer noch mit den Unterarmen etwas mehr nach hinten unten, sodass wir wirklich diesen Effekt der Dehnung bekommen in dieser halben Taube. Halte die Beininnenseiten ganz sanft zueinander gezogen. Atme tief in den Rücken ein. Und mit jeder Ausatmung lass Gewicht im Becken Richtung Erde fließen. Verweile hier für ein paar ruhige, tiefe Atemzüge. Lass den Kiefer weich, die Zungenwurzel entspannt, die Augen ruhig. Und beginne so langsam in diese ruhigere Phase deiner Praxis hineinzugleiten. Nur so viel Kraft wie nötig, um deine Ausrichtung zu halten. Und dann beobachte, wie sehr du auch loslassen, auch weich werden kannst. Langsam komm erst auf die Hände, lass dir hier Zeit. Stell den hinteren Fuß auf. Und finde in den nach unten schauenden Hund. Gönn dir hier gerne einen Moment, vielleicht die rechte, die linke Hüfte zu wiegen, wieder Mitte zu finden. Und wir gleichen aus, indem wir den linken Unterschenkel nach vorne nehmen, auf die zweite Seite. Und oft sind die Seiten sehr unterschiedlich. Honoriere das in deinem Körper und eventuell bleibe einfach etwas steiler im Winkel oder halte das Becken etwas höher. Und wenn du soweit bist, erde die Unterarme wieder, schieb dich nach hinten unten ins Becken. Und auch hier bleib einen Moment. Halte das linke Knie geerdet und schleife es ein kleines bisschen nach hinten. Und dann setz dich wieder ins Becken. Gib dem Atem Raum. Und
tauche ganz ein in diese Begegnung mit dir in deiner Praxis. Honorierend von all dem, was dir begegnet in der Praxis, was auftaucht, was Teil von dir ist. Dann lass uns auch hier langsam wieder hinauskommen auf die Hände. Stell den hinteren Fuß auf und nimm den linken Fuß zum rechten in den nach unten schauenden Hund. In mehreren Schritten trete nach vorne. Nimm die Füße so weit wie deine äußere Hüfte, dein Becken. Und dann tauch langsam in die Vorwärtsbeuge. Hier gerne greif den gegenüberliegenden Ellenbogen. Wenn zu viel Druck im Rücken ist, beug die Knie. Lass den Oberkörper einen Moment aushängen. Dann löst die Fingerspitzen zur Matte, beug die Knie und setz dich auf der Erde ab. Komm in einen weit gegrätschten Sitz. Weite die Gesäßhälften auseinander und eventuell setz dich erhöht auf eine Decke oder einen Block. Und nimm diese Grätsche nur so weit, dass die Dehnung nicht zu intensiv ist am Anfang. Stütz dich mit den Fingerspitzen auf, finde Länge. Und lass das Becken wieder sinken, zieh einatmend die Arme über den Kopf und aus. Führ die linke Hand auf deinen linken Unterschenkel oder komm sogar an den Fuß und finde nochmal so eine Seitneigung. Du könntest sogar deinen linken Ellenbogen innen am Bein einhaken und etwas Widerstand ausüben, um dann nochmal mehr die rechte über die linke Flanke zu öffnen. Heb den Torso einatmend etwas höher und dann dreh den Bauchnabel und das Herz über dein linkes Bein und gleite in deine Vorwärtsbeuge. Geh nur so weit, dass die rechte Hüfte gut geerdet bleibt. Und lass dir hier Zeit, egal wie tief du kommst, bleib dir selbst zugewandt. Und stütz dich mit den Fingerspitzen auf und finde langsam wieder in die Mitte zurück. Erde die Sitzbeinhöcke, wachs lang nach oben. Und Ausatmung, beug nach rechts, drück den Ellenbogen eventuell direkt an die Innenseite des Beines oder stütz dich mit der Hand ab, dreh das Herz Richtung Decke auf. Einatmung, heb den Torso etwas, um dann über dein rechtes Bein zu twisten, Nabel und Brustbein und sink langsam tiefer. Deine nächste Einatmung kommt, stütz dich mit den Fingerspitzen ab und komm erstmal wieder in die Mitte zurück. Und dann bleib noch einen Moment in der Mitte, verlänger die Wirbelsäule und lauf dann die Fingerspitzen nach vorne. Auch hier wieder nur so weit, dass du deine Sitzbeinhöcker gut geerdet lassen kannst. Die Zehen zeigen zur Decke und dann finde dein Maß, setz gern die Ellenbogen ab und gib nach in die Haltung. Nur eine leichte Kraft in den Beinen. Und ein weiches Sinken des Oberkörpers. Richte dich langsam wieder nach oben auf. Und dann greifen deine Kniekehlen und bring die Füße zueinander. Komm von hier bitte direkt zum Liegen auf deiner Matte. Lass die Knie für einen Augenblick zueinander fallen, leg den Hinterkopf tief in die Erde. Leg den Rücken weich auf der Matte ab. Und dann streck die Arme zur Decke nach oben aus und lass den Oberarmkopf ganz weich nach unten in den Boden sinken, alleine durch diese Schwerkraft.
Leg den rechten Ellenbogen vor den linken und bring, wenn möglich, die Unterarme gegeneinander. Die linke Hand liegt in der rechten Handfläche. Und dann drück die Unterarme sanft gegeneinander und wirklich sehr, sehr weich und behutsam. Zieh die Fingerspitzen etwas mehr nach hinten. Und du spürst relativ schnell ein Feedback aus der Schulter oder unter deinen Schulterblättern. Sei hier ganz sanft. Wenn das viel zu viel ist, dann greif einfach das gegenüberliegende Schulterblatt wie so eine große Umarmung. Auch hier wähle wieder, was für deinen Körper wirklich unterstützend und dienlich ist. Und dann löst es langsam auf, streck die Arme erstmal wieder zur Decke, lass den Oberarmkopf wieder tief nach unten sinken. Und dann bitte ich dich zu wechseln, linker Ellenbogen vor den rechten, entweder in diese Umarmung oder in diese Garuda-Arme. Drück die Unterarme gegeneinander, zieh die Ellenbogen etwas nach hinten und atme Raum und Weite zwischen die Schulterblätter. Dann löse auch das langsam auf, streck die Arme erstmal Richtung Decke, lauf dann die Füße näher zueinander, schlag das rechte über das linke Knie und dann hol dir die Knie Richtung Brust heran. Erstmal falte dort, wo du falten kannst, lass die Füße noch einen Moment entspannt und dann flex die Füße, heb die Unterschenkel parallel zur Erde und greif mit den Händen von unten an die Ferse oder an den Unterschenkel, dort, wo du rankommst. Und dann zieh die Fersen, die Oberschenkel etwas zu, aber gleichzeitig schieb die Knie, die Oberschenkel von dir weg. Der Rücken ist lang am Boden. Immer wieder schieb die Oberschenkel weg und zieh die Unterschenkel etwas näher zu dir heran. Gut, und dann löst es langsam. Nimm die Knie erstmal wieder parallel und wechsel die Seiten links über rechts oder deine zweite Seite. Greif direkt von unten oder Unterschenkel, dann schieb die Oberschenkel weg, die Füße, die Fußgelenke näher zu dir heran. Lass den Rücken dabei lang, auch wenn die Versuchung, den Rücken zu runden, recht groß ist. Gut. Und dann löst es langsam auf. Umarm einen Moment beide Knie, roll oder wieg dich auf dem Rücken. Gut. Und dann stell die Füße bitte am Boden ab. Nimm die Füße mattenbreit, aber aufgestellt und die Arme in so einen rechten Winkel. Mit der nächsten Ausatmung lass beide Knie nach links sinken. Und wenn du hier tatsächlich noch ein bisschen mehr Intensität möchtest, könntest du dein linkes Fußgelenk über das rechte Knie legen. Wenn das allerdings zu sehr in den unteren Rücken oder ins Knie zieht, leg den Fuß einfach wieder ab. Atme tief ein und ausatmend, lass den Körper los und sinken. Leg dich mehr und mehr, tiefer und schwerer in den Boden. Und dann warte bitte auf deine nächste Einatmung und hol langsam die Knie nach oben und mit deiner nächsten Ausatmung führe die Knie zur zweiten Seite nach rechts. Einatmung kommt, finde langsam zurück in die Mitte. Noch einmal zieh die Knie zu dir heran, zieh das rechte Knie etwas mehr in die rechte, das linke Knie etwas mehr in die linke Achselhöhle. Nochmal wieg auf deiner Körperrückseite und führe dann die Bewegung aus, die jetzt wohltun zum Abschluss deiner Praxis. Und stell die Füße auf.
Und finde von hier in deine Endentspannung, in Shavasana. Also gerne gleite auf der Matte aus. Nimm die Füße hüftgelenksbreit auseinander. Leg die Arme bequem an der Seite des Körpers ab. Wenn du merkst, du brauchst noch etwas, eine Decke, ein Pullover, dann greif dir, was du brauchst. Und finde dann in einen Moment der Ruhe. Lass den ganzen Körper schwer sinken. Und alleine, indem du dich nach innen zurückziehst und dich einen Moment überlässt, tragen lässt und atmen lässt, findet alles an seinen Platz während Shavasana. Bleib noch einen Moment ganz ruhig und schwer auf deiner Matte liegen. Lenke die Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Lass die Einatmung wieder tiefer werden, die Ausatmung länger. Hier ein paar tiefe und große Atemzüge. Und dann in die ersten Bewegungen, in die Fingerspitzen und die Zehen, den Händen und den Füßen. Beginn dich zu räkeln, zu strecken, wieder ganz zurückzukommen aus Shavasana. Stell die Füße bitte nacheinander auf und roll auf eine Körperseite. Dort verweile einen kurzen Moment. Wenn wir im Yoga von Gegensätzen sprechen, dann darf es auch Gegensätze geben. Alles hat seinen Platz. Alles gehört dazu. Das Hell, das Dunkle, das Leichte, das Schwere. Das Innen und das Außen. Und aus diesen Gegensätzen entsteht so etwas wie Mitte oder Einheit. In dieser Vielfalt und doch Einheit beginne langsam, dich wieder nach oben aufzurichten. Komm nochmal in einen aufrechten, bequemen Sitz zurück. Und wir bringen symbolisch nochmal alles zusammen, indem wir die Hände vor dem Herzen falten. Nimm dir diesen Moment, um deine Praxis zu schließen. Vielen Dank. Namaste.